Ja! Aller guten Dinge sind drei. Geil. Das letzte Neuheitenvideo für heute. Und zwar schon wieder Dragon Ball. Und zwar haben wir hier Dragon Ball Z, wieder einen von den Bausätzen. Das ist der gute Freezer. Ihr wisst, einfach nur zusammenstecken und dann habt ihr da eine Actionfigur. Ihr müsst da nichts großartig dran bemalen oder kleben. Hier habt ihr dann Son Goku. Und das war's dann, glaube ich, erstmal mit Dragon Ball. Weiter geht's dann mit Metzko. Das ist eine Figur, die schon vor einer Weile rausgekommen, jetzt wieder reingekommen. Und zwar Nightmare on Elm Street Freddy in der MDS-Version. Das ist halt so ein bisschen comic-mäßig stilisiert, ne? Ja. Würde ich mal so sagen. Und eine, wie ich persönlich finde, schönsten Bishuyo-Statuen der letzten Jahre, die gute Domino in ihrem Comic-Outfit mit dem Mini-Deadpool, ne? Mit dem kleinen süßen Deadpool mit dabei. Ist er nicht niedlich? Sehr. Ja. Dann von Beast Kingdom haben wir zwei Actionfiguren wieder reinbekommen. Und die sind auch richtig geil. Ist ein bisschen größer als 112. Ist, würde ich sagen, 7 oder 8 Inch. Mhm. Wenn meine ich. Ja. Voll beweglich, unheimlich viel Zubehör. Sie sind sehr früh dran mit Actionfiguren zu Justice League. Also, muss man so sagen, ja. Das ist Figur 11 und Figur Nummer 13 in der Serie. Geile Effekte. Geile Effekte, auch richtig gut gemacht, tolle Kostüme. Ja, ja. Wieso mal jetzt, wann ist Justice League rausgekommen? Vor 5 Jahren oder so? Verdrängt. Ich meine, natürlich, es kommen auch Actionfiguren raus zu Kinofilmen, die schon 30 oder 50 Jahre alt Keine sind. Keine Frage, aber meistens aber ist es erfolgreich. Aber die Actionfiguren sind toll. So, also da lasse ich nichts drauf. Nein, die sind geil. So, dann haben wir hier von den Bombshells haben wir Jokers Daughter wieder reinbekommen. Die bei euch sehr beliebt ist, muss ich ja wirklich sagen. Definitiv eine der beliebten Bombshells-Statuen. Alles, was mit Joker zu tun hat, wird ein Hit. Ja. Dann haben wir hier zu Destiny 2. Da haben wir zwei Figuren eigentlich reinbekommen. Alter. Das ist einmal der Golden Trace Shader und dann haben wir noch den normalen Shader reingekriegt. Wieso wir den jetzt hier nicht stehen haben, weiß ich nicht. Aber auf der Webseite könnt ihr gucken. 3-0 Shader, zwei verschiedene Figuren. Und hier von Square Enix aus der günstigeren Bring Arts Serie habt ihr den Sephiroth in Another Form Variant. Da hat er halt Flügel. Also der, meiner Meinung nach, der Nummer 1 Bösewicht aus allen Final Fantasy Serien. Also ich habe nicht alle Spiele davon gespielt, aber das war für mich auf jeden Fall der beeindruckendste. Und dann haben wir hier noch einen von Mortal Kombat. Hatten wir euch eben ja schon eine Figur gezeigt. Genau, und jetzt haben wir den guten Smoke. Und auch wieder reingekommen. So, da ist die Verpackung ein bisschen angerissen. Der gute Scorpion. Und zwar ist es die Special Edition mit Blut auf der Kleidung. Ja. Frisch vom Fight, noch keine Zeit gehabt, die Sachen in die Waschmaschine zu packen. Gemacht. Schön. Ja. So, und hier die Star Force Variante von Captain Marvel, als sie noch schön auf Seite der Kree unterwegs war, als sie noch wusste, wo man so hingehört. Ja, ja. Als sie noch wusste, wo sie hingehört. Sehr gut. Ja. Und dann haben wir zu ReZero zwei Charaktere wieder. Und zwar die Rem. Die sind natürlich alle sehr eingepackt in so Plastikfolie und so, kann man jetzt hier im Video nicht so wahnsinnig viel sehen, wie die aussehen. Sind auf jeden Fall sehr viel hochwertiger und besser aussehend als die Banpresto-Figuren. Kosten auch ein kleines bisschen mehr. Die Ichiban. So, dann haben wir hier eine ganz wunderbare Half-Size-Büste von Graf Orlok aus Nosferatu. Die gibt es leider nicht zu kaufen, das ist meine. Ich wollte es euch nur mal zeigen, was neidisch machen.
Also vielleicht bestelle ich noch mal welche rein, falls noch welche gibt. Was heißt vielleicht? Ich bestelle noch mal welche rein, wenn es welche gibt. Kann ich aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob es die noch gibt oder nicht. Ja. Und das ist dann meins. Vielleicht postest du mal ein Video, dann hat jeder was davon. Machen wir dann irgendwann das mal. Das wird geil. Und dann wieder aufgelegt von Quantum Mechanics. Die machen ja auch 1:6 Figuren. Und zwar richtig geil. Captain Kirk. Geil. Ist da einmal rausgekommen und die sehen wirklich super aus. Also die sind vom Sculpting total geil. Da sind geil. Die Mego-Sammler dann so unzufrieden, weil die sagen, der sieht ja aus wie Captain Kirk. Der sieht ja aus wie Captain Kirk und nicht wie Spielzeug. Genau, nicht wie damals. Genau. Du kannst sie nicht alle glücklich machen. Ja, ja. Und Spocky. Und wenn die Quantum Mechanics Seite recht hat, dann ist zumindest Spocky schon ausverkauft. Ich glaube aber Captain Kirk auch. Aber wir haben eine ganze Menge reinbestellt. Die werden jetzt erstmal, denke ich, eine Weile vorhalten. Ja. Ich freue mich auch sehr, dass es mit den Star Trek Filmen weitergeht. Wobei es so zu sein scheint, als wenn sie jetzt wieder mit neuen Schauspielern, neuen Storys weitermachen. Weil ja auch hier der Darsteller von Captain Kirk und der Darsteller von Pille Carl Urban und Chris Pine sind nicht mehr dabei, oder was? Wollen, nee, da wird, glaube ich, noch verhandelt, aber die haben, glaube ich, nicht so Bock, weiterzumachen. Und die Fernsehserien, aber Picard und Discovery, die gehen ja weiter, beziehungsweise starten jetzt. Und das soll auch weitergehen und ist auch jetzt alles sozusagen in einem Haus. Also die haben jetzt alle Rechte gesammelt in einem Studio. Dass man das sozusagen auch wieder ein bisschen alles zusammenführen könnte. Fände ich geil. Vielleicht wäre das nicht schlecht. Ich habe den Trailer gesehen zu New Mutants. Wie hat dir das gefallen? Hast du den gesehen, ja? Den neuen? Ja. Hat mir gefallen, muss ich sagen. Die haben mir bis jetzt alle gefallen. Viele haben so gesagt, so ja, also die haben die ja, glaube ich, nochmal bearbeitet. Gehen sie wirklich diese Horrorrichtung oder nicht? Die gehen anscheinend die Horrorrichtung und ich muss sagen, die Schauspieler gefallen mir schon mal, die Auswahl gefällt mir sehr gut. Maisie Williams ist immer grandios. Und Iliana Rasputin hat mir sehr gefallen. Fand ich auch super. Sehr gefallen. Ich wusste gar nicht, dass sie dabei war, bis sie dann sagte, ja, irgendeiner sprach sie im Trailer an und dann so Iliana. Und ich so, oh, Iliana ist dabei. Herrlich. Die fand ich auch immer super. Charakter, super. Wäre natürlich die Frage, ob Colossus dann auch da irgendwann rumläuft. Ich glaube nicht. Glaub's nicht. Nee, aber es wäre geil. Aber der läuft ja mittlerweile überall rum. Sie finden nichts zu schade überall. So. Aber ist das von, wer produziert die denn, diese, ist das auch Sony noch? Ja, ne? Oder? Oder ist es Fox? Ich weiß es gar nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht Marvel, meine ich. Okay. Ja, weil das war ja, glaube ich, einer der Gründe, genau, als die alles aufgekauft haben, dass Disney dann gesagt hat, wir wissen nicht so wirklich, ob das so unser Cup of Tea ist, ob das so in unser Portfolio passt. Ne? So ähnlich wie mit Dark Phoenix, habe ich ja auch an anderer Stelle schon mal gesagt, ich fand Dark Phoenix hat mir gut gefallen. Also ich fand ihn klasse. Ich fand ihn jetzt nicht berauschend, dass ich sagen würde, es ist der beste X-Men-Film, aber... Und ich hatte noch einen Tipp für euch, ganz neu, das ist hier der Dracula, diese drei Filme, sie nennen es zwar Serie, aber das sind drei Filme, jeder anderthalb Stunden lang, auf Netflix von der BBC produziert, fand ich alles grandios. Endlich mal wieder ein richtig, richtig geiler Dracula-Darsteller. Nicht so was wie Tom Cruise in Interview with the Vampire oder nicht so high-tai-tai, sondern nee, und der, sondern der ist charmant, der ist galant, der ist rücksichtslos brutal. Das ist auch relativ heftig, die Serie, aber der ist toll. Es gibt auf alles mögliche Verweise, auf die Bela Lugosi-Filme, auf die Hammer-Filme, teilweise in den Kulissen, was den dritten Teil angeht, was Bela Lugosi angeht, dass er halt seinen Ring trägt und auch das Amulett trägt, das Bela Lugosi getragen hat. Was so an Dialogen kommt, also sie halten sich zum großen Teil auch an das Originalbuch, aber dann auch wieder nicht und dann auch immer weniger, aber es passt alles. Also ich war total begeistert, die haben mich so gefreut, weil das meiste muss man ja so sagen, entweder ist es sowas Neues wie Underworld oder so, das ist okay für mich, oder wenn sie es halt wirklich Dracula nennen und wenn sie wirklich Dracula sagen, dann kommt da irgendwie so ein High-FX-Bombast-Quatsch raus, was ich mir auch teilweise angucke, so wie Helsing und so, fand ich okay. Aber nicht mehr so, dass ich sage, das ist jetzt so ein, das ist ein richtig geiler Dracula. Und so finde ich die Serie. Okay. Also ich war extremst begeistert. Bin gespannt.
check ich aus. Check du mal. Ich check. Gibt es an der Comicfront was, was wir empfehlen sollten? Hast du Golden? Nee, du liest Frank Miller nicht mehr, ne? Nee, habe ich noch nicht angefasst. Aber ich überlege. Ja. Ich bin prinzipiell nicht abgeneigt. Dark Knight and the Golden Child. Ich lese gerade die New Mutants-Serie tatsächlich. Diese Comic-Serie, die ist fantastisch. Kann ich sehr empfehlen. Das ist eine interessante Sache, was sie bei X-Men jetzt gemacht haben mit diesem, quasi mit diesem Portal und das da, also ist sehr interessant und macht mir sehr viel Spaß. Ist schön gezeichnet und die Story ist schön. Erste Hälfte ist mit den Starjammers, mit dem Vater von Spot. Ja, das ist unglaublich lustig und das ganze Team ist super. Teenage Angst vom Feinsten und Ilyana Rasputin natürlich, die auch wieder so geil ist. Großartig. Also New Mutants. Kann man lesen, ja. Kaufempfehlung. Schöne Serie. Und ich habe Doomsday Clock zu Ende gelesen. Ah ja. Letztes Heft. Ja. Doomsday Clock für mich, also hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, Watchmen, hört mal auf damit rumzufummeln, lasst mal das Original, das Comic und dann ist gut. Dieses ganze Before Watchmen hat mich nicht so angeturnt und ich war bei Doomsday Clock, hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, habe dann angefangen zu lesen, es ist von Geoff Johns, ist fantastisch geschrieben und Gary Frank hat nie schöner gezeichnet. Die Story ist der Shit und der bringt das ganze DC-Universum für mich wieder in Ordnung. Weißt du was? Wir machen ja, also wir beide, uns werdet ihr in nächster Zeit auch noch öfter sehen, nicht nur hier bei den Neuheiten-Videos. Ihr werdet uns nicht mehr los. Ihr werdet uns überhaupt nicht mehr los. Übrigens, immer abonnieren. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Wir wollen ja jetzt über die 600er-Grenze hinaus. Nicht immer nur monieren, auch mal abonnieren. So sieht's aus. Und dann sollten wir einfach mal zusammen mal eine Folge Watchmen gucken. Du hast ja kein Sky, ne? Ich muss die sehen, ja. Ich lass mal gucken Bock drauf. Und dann bin ich ja mal gespannt, was du sagst. Und ich finde auch das Ende grandios. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Leute total scheiße finden. Ja, ja. Und man hat so den Eindruck, dass sie dann aber auch gesagt haben, okay, es ist, ihr alle wisst und wir wissen, Alan Moore war nicht mehr dabei, hat nichts mehr zu tun und wir machen jetzt unser Ding hier. Und wenn ihr es scheiße findet, so fucking what, ist uns total egal. Das schreiben sie eigentlich auch bei einer Folge direkt am Anfang. Ach, komm. Sozusagen für die ganzen Hater so. Ja, wenn ihr es scheiße findet, leckt uns am Arsch. Also sie schreiben halt, wenn ihr es scheiße findet, make your own movie. Das schreiben sie so bei einer Folge am Anfang. Und es sind tatsächlich einige neue Charaktere und einige liebgewonnene alte Charaktere zu sehen in der Serie. Ja, okay. Ich will hier nicht spoilern, wer. Nee, aber hör mal auf. Ja, ja. Gut. Nichts gehört. Und was ich interessant finde, ist, dass es sich eher auf das Comic bezieht als auf den Zack Snyder-Film. Ist das richtig? Tatsächlich? Ja. Inklusive weil das Ende, so? Das Ende von dem Zack Snyder-Film ist ja komplett anders. Ja, und eben. Hier geht es definitiv um das Ende von Watchmen, also auch genau um das Comic. Mhm. Und es spielt übrigens die ganze Serie durch, spielt es eine Rolle, wie da am Ende New York sozusagen, Manhattan, fast zerstört worden wäre von diesem Weltraum, von dieser Weltraumkrake aus einer anderen Dimension. Und das spielt eigentlich bis zur letzten Minute der Serie, spielt es eine Rolle. Geil. Das wird auch aufgelöst alles. Hervorragend, hervorragend. Ja, super, dann möchte ich das sehen. Alan Moore wird natürlich sagen, so habe ich das nicht gedacht. Ich habe das so nicht geschrieben. Darf er auch sagen. Ist total also okay, Alan Moore ist Gott. Was er auszusetzen hatte an dem Watchmen-Film, weiß ich noch, war, dass er, also nee, ich frage nicht, der Watchmen-Film, es war... Aber da hat er speziell was zu sagen, dass sie wie vor Vendetta gemacht haben, dass sie nicht mutig genug waren. Er hat das geschrieben in den 80ern mit den Bezügen auf die 80er, auf die späten 80er. Und der Film ist genauso wie dieses Comic aus den 80ern, dass sie nicht den Mut hatten, das Thema dann auf die Zeit, auf die damalige Zeit zu beziehen. Das sagt er dann wieder alles. Also er findet es ganz gut, wenn aus dem Material tatsächlich was entsteht, hatte er, aber er würde es niemals, sagen wir ehrlich, die Mainstream-Comic-Industrie hat Alan Moore kaputt gemacht und das ist eine Riesenschande, weil die Vorstellung, was er noch alles hätte geben können. Das war mal eine Zeit lang, da haben sie das mit vielen gemacht, also auch hier mit Grant Morrison. Oh Gott, ja. Der hat ja auch zwei oder dreimal aufgehört zu schreiben. Alan Moore hat ja auch zwei oder dreimal aufgehört zu schreiben, also... immer angekündigt, ich mache nichts mehr, ja, jetzt sagt er ja, er will sich mehr auf Filme und solche Sachen, er macht ja so Filmchen,
solche Sachen konzentrieren und ein bisschen auf Bühnenstücke und so. Ich glaube auch mit seiner Zeit als Magier ist er erstmal auch so ein bisschen durch. Ich glaube, da hat er alles erforscht, was ihn so interessiert im Moment. Mhm. Und er war ja das ganze letzte Jahr eigentlich sehr aktiv gegen den Brexit, was auch nichts geholfen hat. Nein. Was für eine gut. Schande. Stell dir das vor, Alan Moore rettet den Brexit. Alan Moore. Rettet die EU. Verhindert den Brexit, das genau. Geil. Rettet die EU. Ja, leider. Hätte ich gut gefunden. Hätte ich auch gut gefunden. Man kriegt ja, nicht so, wie man so will. So soll das nicht sein. Alles klar. Wir sehen uns demnächst. Ihr seht auch Jannes demnächst wieder auf dem Kanal vom Comic Toy Hunter. Ja. Bei irgendeiner Besprechung. Kannst du da schon eine Ankündigung machen, worum es geht? Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ach so, gut. Dann schaut auf den Channel vom Toy Hunter, was da kommen wird. Mich seht ihr wieder nächste Woche, wahrscheinlich mit dem Toy Hunter, mit den Neuheiten der Woche nächste Woche. Super. Und mal gucken, wie lange ich brauche, um die 3 Videos hochzuladen. Das wird wahrscheinlich irgendwann morgen früh sein, dann ist schon wieder die Hälfte nicht mehr da. Aber gut, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ach ja, ganz dringend, alle, die aus Hamburg und Umgebung sind, unbedingt zur Comic Convention in die Mensa, in die Unimensa kommen am Samstag. Von 10 bis 17 Uhr. Wir sind da, haben unheimlich viele Schnäppchen da. Oh, come on. Wahnsinnsschnäppchen, Preise. Ihr glaubt es nicht, wenn ihr Freunde in Hamburg habt und ihr braucht zum Beispiel günstige Diamond Selects, Statuen, Actionfiguren, Hasbro, 5-5er, Black Series, Star Wars oder für einen 10er. Solche Sachen, dann schaut vorbei. Nicht vergessen. Bis dann, ciao. Tschüss.